Fangen wir an, über Client-Server an sich zu sprechen. Bis jetzt haben wir ja nur Anlauf genommen und uns über APIs und Schnittstellen unterhalten. Lassen Sie uns jetzt über die Struktur eines Client-Server-Systems an sich sprechen. Die Idee ist letztlich eine Strukturierungsidee. Aus der folgenden Beobachtung heraus geboren, wenn Sie Sockets oder ähnliche APIs benutzen, dann können Sie damit beliebige Datenaustauschmuster zwischen einzelnen Prozessen oder Teilnehmern eines verteilten Systems schaffen. Sie können einen wilden Wust an Datenaustausch erzeugen. Das ist eine Art Spaghetti-Parsing, der mit Daten passiert. Und das ist analog zum Spaghetti-Code, den Sie aus GoTo erhalten, wenn Sie GoTo in einer Programmiersprache erlauben. Also auch hier letztlich ein Software-Engineering-Argument zu sagen, wir brauchen Struktur in einem verteilten System, einer verteilten Anwendung, um den Programmierer vor sich selbst zu schützen und ihm zu helfen, eine Struktur zu finden. Und die erste Überlegung dazu ist, dass die Asymmetrie in den Rollen auszunutzen. Und diese Asymmetrie ist einerseits die Rolle, dass es jemanden gibt, der etwas möchte und jemand, der etwas hat. Derjenige, der etwas hat, ist jemand, der Daten zur Verfügung hat, Ressourcen im weitesten Sinne, die Möglichkeit, etwas zu tun. Und jemand, der etwas möchte, ist jemand, der diese Daten möchte, der diese Fähigkeit in Anspruch nehmen möchte, etwas zu tun von seinem Kollegen. Und das ist das Client-Server-Paradigma, zunächst einmal. Also, wir gehen davon aus, dass wir einige Teilnehmer in unserem verteilten System haben, die more equal than others sind. Vielleicht sind manche an einen Drucker angeschlossen, andere wieder nicht. Manche haben viel Plattenplatz, den sie nicht selbst brauchen, andere haben nur wenig davon. Und unser Ziel ist, wir sind in einem verteilten System, das heißt, wir arbeiten zusammen, wir sind kooperativ, wir haben uns alle lieb, diese Ressourcen gemeinsam allen Teilnehmern unseres verteilten Systems zur Verfügung zu stellen. Das kann sein, dass wir Zugriff auf diese Ressource einräumen und der Zugriff und die Ausführung der Inanspruchnahme dieser Ressource, das ist eine Dienst oder eine Dienstausführung. Das ist das Ausdrucken einer Datei, das ist der Zugriff auf eine Datei auf meiner Festplatte, all das ist eine Dienstausführung. Und das sind die Server, die diesen Dienst zur Verfügung stellen und die anderen sind die Klienten. Soweit so naheliegend. Wie sieht das im Zweifelsfall aus? Das sieht im Zweifelsfall aus, dass Sie als Klient diese Operation in Anspruch nehmen und in irgendeiner Form auf die Antwort warten. Ein Server wird auf eine Anfrage warten, in irgendeiner Form diese Operation identifizieren, diese mögliche Datenparameter für diese Operation entgegennehmen, sie ausführen und gegebenenfalls eine Antwort zurückschicken. Das Ganze wird innerhalb einer Schleife passieren, da wir davon ausgehen können, sollen, dürfen, dass eine solche Diensterbringung wiederholt passieren kann und auch wiederholt erbracht werden soll. Dass wir hier eine Schleife außenrum haben, indem wir immer wieder dieses Ich warte auf eine Anfrage, führe sie durch, schicke die Antwort zurück durchführen. So, bevor wir uns über die genaue Synchronizität und Zeitablauf an dieser Stelle hier unterhalten, noch eine kleine Vorbemerkung, was man sich dazu klar machen muss. Es ist eigentlich offensichtlich, aber es sei nochmal aufgesagt. Die Rollen innerhalb eines kleinen Server-Paradigmas sind natürlich nicht festgelegt. Es sind Rollen, die unterschiedliche Teilnehmer zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich einnehmen können. Typisches Beispiel wäre etwa ein Print-Server und ein Dateiserver. Der Dateiserver kann den Dienst Zugriff auf Datei zur Verfügung stellen und ein Klient kann vielleicht eine Datei hier entsprechend ablegen. Der Klient kann auch über den Print-Server sagen, er möchte bitte genau diese Datei mit Namen ABC ausgedruckt haben, aber diese Datei ist dem Print-Server nicht bekannt. Er hat sie nicht lokal vorliegen, sodass er sich, obwohl er Print-Server ist, als Klient an den File-Server wenden muss, von ihm diese Datei anfordert, sie wieder bekommt als Klient und dann wieder in seine Serverrolle zurückschlüpft und tatsächlich den Ausdruck dieser Datei vornimmt. Naheliegenderweise. So, was heißt das für das Zeitverhalten, für die Synchronizität dieser einzelnen Abläufe? Nun ja, auch da gibt es zwei wesentliche typische Beispiele. Das erste Beispiel ist der sogenannte synchrone Anforderung, der Synchronous Request. Das bedeutet, ein Klient fordert eine Dienstausführung von seinem Server an und der Server ist in der typischen Form synchron.
Ein Server ist dazu da, es ist ein Lebenszweck, Dienstanfragen zu erbringen. Und solange niemand etwas von ihm will, kann er nichts tun und ist blockiert, im Betriebssystem prozessblockiert sind. Sobald eine Anfrage ihn erreicht, wird er entblockiert, wie wir das bei der Socket-API vorher schon gesehen haben. Aber hier ist auch der Client synchron. Und auch er muss auf die Antwort des Servers warten. Sobald er seine Anfrage losgeschickt hat, wird er unmittelbar danach ein blockierendes Empfangen durchführen und auf die Antwort des Servers warten. Schauen wir uns das, also das gleiche Bild, nur etwas hier herausvergrößert, schauen wir uns das etwas genauer an. Sie erinnern sich alle an diese Vorstellung eines MSCs, eines Message Sequence Charts, eines Wegzeitdiagramms, in dem Sie die Zeit nach unten ablaufen sehen und horizontal unterschiedliche Teilnehmer sehen. Was sind die Teilnehmer, die wir hier haben? Naja, es ist natürlich der Client und der Server. Aber zwischen dem Client und dem Server gibt es einen Kommunikationskanal, der an beiden Enden jeweils ein API zur Verfügung stellt. Wir haben also das Kanal-API auf der Client- und das Kanal-API auf der Serverseite. Das kann zum Beispiel die Socket-Schnittstelle sein. Alles, was hier innerhalb des Kanals passiert, interessiert uns zunächst einmal nicht. Also, was haben wir im synchronen Request für einen Fall? Wir haben hier die Entscheidung des Klienten, eine Dienstanfrage zu stellen. Das passiert durch die Übergabe an das Kanal-API. Version 2, blockierende Senden. Sie erinnern sich, ich brauche etwas Zeit blockierenderweise, um die Nachricht an den Kanal zu übergeben. Aber danach könnte ich hier unmittelbar weitermachen. Aber da ich ja hier gesagt habe, mein Client kann ohne die Antwort nicht weitermachen, wird er unmittelbar danach auf das Empfangen der Antwort blockieren, sodass er hier als gestrichelte Struktur dargestellt blockiert, bis tatsächlich die Antwort eintrifft. Blockiert im Sinne des Betriebssystems, der Prozesszustand ist blockiert und wir wissen als Betriebssystem, erst wenn an diesem Socket Daten vorliegen, lohnt es sich, diesen Prozess zu entblockieren und ihm diese Daten zur Verfügung zu stellen, nachdem der Betriebssystem-Scheduler ihn irgendwann angenommen hat. So, was passiert innerhalb des Kanals? Wir transportieren diese Anfrage über das halbe Internet, wie auch immer, zu unserem Server. Der Server seinerseits hat bereits davor, schauen Sie sich den Zeitpunkt an, hat bereits davor hier blockiert, wartet, bis eine solche Anfrage eintrifft. Sie ist hier eingetroffen, er wird entblockiert, er fängt an, diese Anfrage zu verarbeiten. Hier gezeigt als graue Fläche, hier passiert die tatsächliche Verarbeitung. Und wir schicken diese Anfrage zurück, die Antwort auf diese Anfrage zurück, indem wir sie an den Kanal übergeben. Nicht gezeigt ist jetzt hier der Schluss der Schleife hier wieder nach oben, aber das ist jetzt hier auch nicht der entscheidende Punkt. Wir übergeben die Antwort an den Kanal, der Kanal transportiert sie zurück und wir haben damit die Antwort vorliegen, die wir an dieser Stelle benutzen können, um das blockierende Empfangen auf diesem Socket aufzuheben. Das Betriebssystem entblockiert den Prozess und der Scheduler wird ihn irgendwann zum Ablauf bringen. So, warum rede ich so ausführlich darüber? Sie werden sich das vermutlich auch denken können. Ich möchte nochmal diese Darstellung des MSCs hier besprochen haben. Zeit nach unten, Teilnehmer horizontal und die einzelnen Darstellungen der einzelnen Zeitabläufe. Insbesondere die Interaktion mit dem Kanal-API habe ich hier als horizontale Pfeile gezeichnet. Das ist, wenn Sie ganz pingelig sind, jetzt nicht ganz korrekt. Auch hier vergeht ein ganz klein wenig Zeit, aber dieser Zeitverlauf ist klein im Verhältnis zum Transport der Anfragen und Antworten über den Kanal selbst, sodass man das hier guten Gewissens als horizontal, also als Nullzeitverbrauch darstellen kann. Aber ganz genau betrachtet wäre es korrekter, hier auch einen minimalen Zeitverbrauch einzuzeichnen. Aber dann werden diese Bilder extrem unübersichtlich. So, das ist der synchrone Fall. Synchrone Fall bezeichnet hier nicht das synchrone Blockieren des Servers, weil das im Prinzip klar ist für einen Server, auch wenn es hier Alternativen gibt. Es betont hier den Fall, dass der Client blockiert, nachdem er die Anfrage abgeschickt hat und blockiert unmittelbar auf das Empfangen der Antwort. Wenn es einen synchronen Request gibt, gibt es wahrscheinlich auch den asynchronen Request. Der sieht dann folgendermaßen aus. Anders als im Falle, den wir gerade hatten, kann der Client weiterarbeiten, auch nachdem er die Anfrage abgeschickt hat. Er kann weiterarbeiten, kann noch irgendetwas Sinnvolles tun, aber an irgendeiner Stelle
ich zoome Ihnen das Bild etwas größer, an irgendeiner Stelle wird auch hier der Client blockieren und warten, bis tatsächlich die Antwort eingetroffen ist. Dieser Zeitpunkt hat nichts mit diesem Zeitpunkt hier zu tun. Das ist dem Client nicht bekannt. Er weiß nicht, wie lange es tatsächlich dauert, bis diese Transportvorgänge abgeschlossen sind, wann der Server eintrifft. Das tut nichts zur Sache. Insbesondere, und das ist jetzt wieder eine kleine Übung, die Sie zu Hause sich überlegen können, insbesondere was passiert, wenn dieses Blockieren im Klienten erst passiert, nachdem die Nachricht hier vorliegt. Ist das ein Problem? Geht da irgendetwas verloren? Überlegen Sie sich das im Zweifelsfall, fragen Sie, wie das zustande kommt in der BBB oder im Chat. So, also wir haben den Server, der die Antwort hier genauso bearbeitet wie vorher. Der Unterschied ist, dass der Client hier nicht unmittelbar blockiert. Das sind die beiden wesentlichen Fälle, wie Client und Server interagieren. Sie sehen, es unterscheidet sich eigentlich nur im Verhalten des Clients. Der Server macht eigentlich immer das Gleiche. Das will nicht sagen, dass das die einzig mögliche Struktur ist. Natürlich können Sie auch einen Server bauen, der asynchron empfängt, der nur prüft, ob eine Anfrage vorliegt. Das ist aber sinnvollerweise nur dann so, wenn der Server auch irgendetwas anderes tun kann in der Zeit. Jetzt müssen Sie über Programmierung nachdenken und über das Programmiermodell. Dieses nicht blockierende Empfangen ist dann plausibel, wenn Sie keine Multithreaded oder ähnliche Struktur zur Hand haben. Sonst ist es möglicherweise einfach zu kompliziert. Sonst ist es vermutlich einfacher zu sagen, okay, Sie haben einen Thread in Ihrem Serverprozess, der blockiert auf das Empfangen und das, was der Server sonst tun kann, wickeln Sie in anderen Threads ab. Das wäre vielleicht möglicherweise das einfachere Modell. Gut, so viel erstmal hierzu. Wir müssen jetzt als nächstes über Strukturaspekte reden, aber ich glaube, das wird eine etwas längere Diskussion werden, wie und wann ein Server tatsächlich aktiv werden kann, wie sie Zustand verwalten. Das wird eine etwas längere Diskussion, sodass wir hier nochmal eine kleine Pause einschieben. Bis zum nächsten Video.